Mittwoch, 7.31 Uhr, 43,18 Millimeter. Ja, Ethan Mars, der Mensch, der alles verloren hat in seinem Leben. Und da sind irgendwelche komischen Leute vor meinem Haus oder vor meiner wunderschönen Wohnung. Ich weiß nicht, ob er da zum Mieto wohnt oder ob er es gekauft hat. Alles Eiche rustikal. Ein Brief. Ein Einschreiben. Was hat er dann gekriegt? Rechnung. Nicht bezahlte Rechnung. Nächste Woche müssen sie raus. Verdammt. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Na, ist ja ein tolles Zeichen. Den Brief mag ich nicht. Okay, was ist das? Moment mal, das hatten wir doch bei Scott auch. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Ja, aber vorne schrieben mir eindeutig zu viele neugierige Leute. Und deswegen gehen wir auch erstmal hinten rum, weil vorne sind mir einfach zu viele Leute, die stellen bestimmt noch was. Das sind bestimmt Journalisten oder sowas. Weil wegen, weiß ich, ob die Wind davon gekriegt haben, dass wir bei der Bullerei waren oder so. Dann gehen wir halt hinten rum. Ist ja nicht so das Problem. Sonst werden die gleich neugierig so, ey, da ist er! Schnell ins Auto und weg! So, den Gang einlegen. Na, Automatik und... Watch Children. Oh. Ja, das ist definitiv die Presse! Ihr könnt mich mal am Arsch lecken! Oh, ich glaube, er fühlt sich nicht besonders. Atmet ein bisschen schwer. Ja, wahrscheinlich, weil er ja auch seinen ersten Sohn in so einer Menschenmenge ja auch verloren hat, der ja am Ende überfahren wurde. Das hat man ja im ersten Part gesehen. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Atme doch mal ein bisschen tief durch. Ich atme mit dir. Ich schaffe das nicht. Doch, du schaffst das. Zu viele Menschen. Du schaffst das. Du schaffst das. Einatmen. Oh, R1. L1. Und schütteln, bis der Arzt kommt. Was denn jetzt? Ich hab doch geschüttelt. Achso, ich darf in der Situation R2 nicht halten. Weil da habe ich ja... Bin ich ja mit gelaufen. Nee, da könnt's ja noch mal... Ach, R1. L1. Schütteln! Beweg dich! Schafft. Was denn jetzt? Hä? Okay, jetzt fängt an, das Spiel mir Angst zu machen. Sir? Ja, es ist das. Hä? Dad! Creepy! Der rote Ballon. Dad, wo bist du? Jason!
Das Schöne ist ja, man kann jetzt dafür sorgen, dass hier alle Leute umfallen. Ich glaube, daraus machen wir uns jetzt erstmal einen schönen Spaß und werfen erstmal ganz viele Leute um. Dad! Jason! Ihr fallt alle um. Ihr fallt Dad! Alle um. Jason! Dad! Jason! Hä, wie viele Leute können wir denn hier umwerfen? Okay, Sitzende gehen schon mal nicht. Gehen nur Stehende. Jason! Oh, geht's ihm jetzt wieder? Hä? Ja, Dad. Scheint sich keiner für ihn zu interessieren. Okay, wo waren jetzt die Lockerräume? Ach, ich bin direkt davor. Ja, das ist ja vorteilhaft. Gehen wir doch mal rein. Reihe 18, Fach Nummer 3. Reihe 18, Fach 3. Hallo, der Herr. Okay, Reihe 18. 8, 9, 12, 13, 2, 3, 16, 17. Fach 3. Achso, die Kombi gibt er selber ein. Okay. Oh, war sogar das Richtige. Vorteilhaft. Oh, so einen Karton kennen wir doch. Ja, das haben wir ja mit Scotty Shelby ja auch gesehen. Hassan hatte ja auch so eine Kartonage. Oder erlaubt sich da jemand Spaß und wir kriegen einfach nur ein paar Schuhe? Ja, wir sind recht alleine hier. Und jetzt sind wir erstmal in einem Hotel. Zimmer 207. Ach ja, wegen den Kack-Journalisten können wir natürlich nicht wieder bei uns in die Räumlichkeiten zurück. Das wäre, glaube ich, nicht so pralle. Okay, setzen wir uns mal hin. Ich will wissen, was in dem Karton jetzt drin ist. Schöne Sneaker. Vielleicht irgendwas anderes. Und es ist... Okay. Eine Waffe. Ein Handy. Viel Papier. Und ein Speicherstick. Und eine Knarre. Erstmal die Waffe nachgucken. Ist die überhaupt geladen? Natürlich hat jeder eine Ahnung, wie hier Waffen funktionieren. Das finde ich schon wieder richtig geil. Okay. Mal gucken, was ist das denn? Ein Bär? Eine Maus? Na, sieht mir mehr aus wie ein Bär. Sieht schön aus. Und wir falten es einfach mal auf. Mal gucken, was steht denn da drin. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt und Parkplatz 4988 Roosevelt Avenue, Lexington. Okidoki. Speicherstick. Geht bestimmt ins Handy. Große SD-Karte. Play-Video. Hilfe! Dad! Schon! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad!
Dad! Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Fünf Origami-Figuren, jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Also ist das hier die erste Prüfung. Oh, Knarre nehmen wir auch mal mit. Die restlichen Figuren packen wir da wieder rein. Und anstatt, dass wir uns die einfach in die Tasche stecken. Nein, wir nehmen gleich den ganzen... Den Karton verstecken wir aber mal lieber. Man kann ja nie wissen, wer hier so alles neugierig reinguckt. Was ist? Ne, das ist ein Hotel, stand ja auch am Anfang. Okay, was wird unsere erste Prüfung sein? Da bin ich jetzt mal gespannt.